Moin Moin, herzlich hallo und willkommen zum Bundesliga-Tipp. Ja. Große Frage ist, hat das Rennen jetzt aufgehört spannend zu werden oder wird es jetzt erst spannend? Die Leipziger lassen Punkte liegen und Bayern ist dran. Unten im Abstiegskampf hat sich auch einiges geändert. Los geht's mit meinem neuen Bundesliga-Tipp. Das Auftaktspiel findet Freitag statt und zwar zwischen der Hertha und dem FC Schalke 04. Ja. Die Berliner Fans, die werden wahrscheinlich sich auch denken, Dämon, der tippt immer auf Unentschieden von uns. Immer wieder und immer wieder. Ja, am letzten Spieltag wäre es auch eigentlich wieder ein Unentschieden gewesen, aber irgendwie ist es das nicht geworden. Nee. Am Ende hatten die Berliner ja dann doch noch das Quäntchen Glück gehabt und haben sich damit den Punkt, oder besser gesagt die Punkte aus Wolfsburg mitgenommen. Beim FC Schalke 04, ja gut, also das war, ja, braucht man glaube ich nicht viel großartig zu sagen. Die große Frage ist natürlich die, wer wird da vielleicht die Wende schaffen? Beziehungsweise schaffen die Berliner jetzt auch den nächsten Sieg? Wie schon zur Eröffnung gesagt, die Hertha-Fans wissen wahrscheinlich schon, was ich tippe. So sieht's auch aus. Am Ende ein 1-1 unentschieden. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FSV 1-5 und dem FC Bayern München. Die große Frage auch hier. Mal gucken, wie es jetzt laufen wird. Die Mainzer ja gegen Gladbach eigentlich gut gestartet. Es lief auch lange Zeit gut. Bis urplötzlich irgendwie die zweite Halbzeit anfing und urplötzlich alles irgendwie nicht mehr so lief, wie es geplant war. Ja, jetzt gegen den FC Bayern München. Also irgendwie, ich glaube, das ist der falsche Gegner momentan für die Mainzer. Klar, die Münchner in den letzten Jahren haben sich regelmäßig schwer getan in Mainz. Aber dennoch denke ich mal, irgendwann ist auch diese Serie gerissen. Der FC Bayern München gewinnt klar und deutlich mit 4-1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und der Eintracht aus Frankfurt. Ja, die Frankfurter haben die Sache wieder spannend gemacht in der Liga. Frankfurt hat nämlich gewonnen gegen Leipzig. Für viele eine kleine Überraschung gewesen, aber am Ende haben die Frankfurter jetzt ihren Europa-League-Skill von letzter Saison jetzt wiedergefunden. Vielleicht auch jetzt gegen Düsseldorf. Bei den Düsseldorfern, ja, katastrophaler Rückrundenstart. Nicht mal getroffen haben sie bisher. 0-4 Gegentore. Da kommen aber zwei dazu. Frankfurt gewinnt mit 2-0. Denn auch Paris-League-Skill der Frankfurter. Er ist zurück. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem SV Werder Bremen. Ja, da ist natürlich die große Frage bei den Bremern. Nach der 0-3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim, wird es jetzt besser sein gegen den FC Augsburg? Bei Augsburg dagegen Überraschungsniederlage gegen Union Berlin 0-2 verloren. War zu Schulden der Abwehr von Union Berlin, die einfach stabil hinten dicht gehalten haben. Jetzt die große Frage, wird es bei den Bremern auch so laufen? Ich denke mal, es wird ein hochinteressantes Spiel werden und am Ende werden es 4 Tore fallen, 4 und 2-2. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen. Die große Frage auch hier, wer wird da seinen Trend fortsetzen? Die TSG ja doch mit dem Sieg gegen den SV Werder. Ja, wie viel ist das zu bewerten? Das ist die große Frage. Bei Leverkusen, ne, 2 Siege, läuft bislang. Die große Frage, wird sich da das fortsetzen? Ich denke mal, bei den Leverkusen, dann wird sich das fortsetzen. Am Ende mit einem 1-0. Klar, im letzten Spiel jetzt gegen Düsseldorf gefühlt hätte das Spiel auch 8-2 oder wie auch immer ausgehen können. Ich denke mal, diese Offensivität werden sie gegen die TSG nicht zeigen und am Ende knapp gewonnen haben nur. Aber ich glaube, die Leverkusener werden das schon so okay finden, denke ich mal. Weiß ich nicht. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin. Ja, und im Hinspiel, ja, im Hinspiel gab es eine Überraschung. Im Hinspiel hat Union Berlin die Dortmunder besiegt mit 3-1. Da hatte man sich so gefragt, so, ja, Meisterschaftstraum von Dortmund vielleicht jetzt schon am dritten Spieltag geplatzt. Denn gegen einen Aufsteiger zu verlieren, das ist natürlich extrem bitter. Mittlerweile wissen wir ja, dass die Dortmunder da irgendwie gefühlt diese Saison so ein Auf und Ab haben. Also auch in dieser Saison läuft das nicht ganz optimal. Jetzt in den letzten Spielen lief es optimal. Bei beiden Spielen hat man 5 Tore erzielt. Gegen Köln hat man einfach mal die Dominanz gezeigt, die ein Titelaspirant zeigen muss. Ist einfach so.
die ein Titelaspirant zeigen muss, jetzt gegen Union Berlin, werden sie ähnlich mit ähnlichem Elan vorgehen und sich dafür revanchieren für das Hinspiel. Es ist ein 3:1 am Ende. Also das Hinspielergebnis plus umgedreht. Das nächste Spiel ist das DFL-Topspiel und mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Ja, hätte man da gesagt, so von wegen, oh, es ist alles, oh, Leipzig gegen Gladbach, kann ein gutes Topspiel werden. Ja, definitiv, aber die Gladbacher jetzt in den letzten beiden Spielen eher so, man muss es einfach so sagen. Klar, jetzt sagt man so von wegen, Gladbach hat doch im letzten Spiel 3:1 gewonnen, was willst du? Wie vorhin erwähnt, die erste Halbzeit, das war ja irgendwie ganz komisch bei den Gladbachern. Anscheinend irgendwie so ein bisschen Rückrundenblues. Kommt der da jetzt rein? Ist das jetzt nicht gut oder ist es jetzt doch gut? Wer weiß. Wahrscheinlich für die Gladbacher Fans eher nicht gut. Jetzt gegen Leipzig, die als letztes verloren haben gegen die Eintracht. Ja, wichtige Punkte verloren auf die Titel. Ja, jetzt wird es natürlich knapp oben im Titelrennen. Und dennoch denke ich mal, dass die Leipziger da qualitativ ein bisschen besser sind und ein bisschen mehr Glück haben am Ende. Und am Ende siegreich mit 2:1 vom Feld gehen. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg. Überraschung, Überraschung, die Kölner harmlos gegen Dortmund. Ja, habe ich ja eben was schon zu gesagt, die Dortmunder in dieser Form definitiv ein Titelaspirant. Köln hatte einfach Pech, dass die Dortmunder einen guten Tag hatten. So ist es im Leben. Jetzt gegen den SC Freiburg, die, ich glaube, auch nicht wirklich einen guten Tag gegen Paderborn hatten. Also das war echt nicht, das war nicht das Freiburg, was in der Hinserie gespielt hat. Das war ein Freiburg, was eher so, ja, fehlt so ein bisschen Energie ist. Jetzt gegen den 1. FC Köln, wenn man jetzt mal das Dortmund-Spiel mal außen vor lässt, in eigentlich eine relativ guten Form. Und genau deswegen denke ich mal, dass sie das Dortmund-Spiel irgendwo im Hinterkopf hinten wegwerfen und dementsprechend Köln gewinnt mit 2:1 gegen Freiburg. Das nächste und letzte Spiel des Spieltages, das findet statt zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg. Ja, für Wolfsburg läuft das so gar nicht in dieser Rückserie irgendwie. Ne, immer wieder mit Pech zu tun, erst gegen Köln mit viel Pech, dann gegen die Hertha irgendwie gefühlt, hättest du längst die Tore machen müssen und am Ende machst du sie einfach nicht. Es ist wie so ein kleiner Fluch momentan bei den Wölfen. Die große Frage ist natürlich, gegen den SC Paderborn wird sich dieser Fluch fortsetzen oder eben nicht. Die Paderborner weiterhin offensiv und ab dafür und wir haben ja nichts zu verlieren. Ab jetzt ist es sogar so, dass die Paderborner den letzten Platz verlassen haben. Ja, sie sind nicht mehr Letzter. Hätte man aber auch nicht erwartet, dass die Paderborner ihren letzten Platz überhaupt noch verlassen, weil sie eigentlich nur einen relativ weiten Abstand hatten. Das kämpferische Paderborn wird auch kämpferisch sein gegen den VfL Wolfsburg, aber am Ende nur einen Punkt holen. 1:1 unentschieden. Das waren meine Tipps für diesen 20. Spieltag. Ihr könnt eure Tipps natürlich in der Tipprunde abgeben oder unten in den Kommentaren oder beides, je nachdem, wonach ihr nach euch ist. Und wir sehen uns hoffentlich zum 21. Spieltag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und ciao.